Leider ist es eben so, dass es Made in Europe überhaupt keine Garantie ist für faire Arbeitsbedingungen. Die schlechten Produktionsbedingungen sind ein systemisches Problem in der Schuhindustrie. Und Arbeiterinnen und Arbeiter in zum Beispiel osteuropäischen Produktionsländern haben mit den genau gleichen Problemen zu kämpfen wie Arbeiterinnen und Arbeiter in asiatischen Ländern. Mit unsicheren, gefährlichen Arbeitsplätzen, mit informellen Arbeitsverhältnissen und vor allem mit extrem tiefen Löhnen. Tatsächlich ist es eben leider sogar so, dass Arbeiterinnen und Arbeiter in osteuropäischen Produktionsländern wie Rumänien, Mazedonien oder auch Albanien zum Teil sogar noch weniger verdienen als eben Arbeiterinnen und Arbeiter in China. Um die Frage zu beantworten, wissen wir eben einfach schlicht viel zu wenig. Bislang ist die Schuhindustrie unter dem Radar durchgeflogen. Wir haben erst vor 2 Jahren angefangen, in der Schuhindustrie Recherchen durchzuführen. Und was klar ist bis jetzt, ist, dass man genau die gleichen Probleme anfinden kann wie in der Bekleidungsindustrie und dass aber auch noch zusätzliche Risiken hinzukommen, wie zum Beispiel das Hantieren mit gefährlichen Maschinen oder das Ausgesetztsein von giftigen Chemikalien. Die fehlende Transparenz in der Schuhindustrie ist aber eines der Hauptprobleme. Was sicher wichtig ist, ist, dass wir als Konsument unseren Wunsch kundtun, dass einem faire Arbeitsbedingungen am Herzen liegen und dass wir bei den Markenfirmen nachfragen, wie und unter welchen Bedingungen unsere Schuhe hergestellt worden sind, damit eben Regierungen und auch Markenfirmen merken, dass sie ihre Verantwortung für faire Produktionsbedingungen wahrnehmen müssen.